die Geschichte von Super Mario Bros. 2. Eines Abends hatte Mario einen seltsamen Traum. Er träumte von einer langen, langen Treppe, die hinauf zu einer Tür führte. Nachdem sich die Tür öffnete, stand er vor einer Welt, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Sie erstreckte sich, soweit seine Augen sehen konnten. Als er seine Ohren spitzte, um zu lauschen, nahm er eine schwache Stimme wahr. Sie sagte folgendes: Herzlich willkommen in Subcon, dem Land der Träume. Wir sind von Wart verflucht worden und vollkommen von seinem bösen Zauberspruch beherrscht. Wir haben deine Ankunft erwartet. Bitte vernichte Wart und gib Subcon seinen ursprünglichen Zustand zurück. Der Fluch, den Wart in der wirklichen Welt gegen dich ausgesprochen hat, ist bei uns wirkungslos. Merk dir, Wart hasst Gemüse. Bitte hilf uns. Im gleichen Moment leuchteten Blitze, die ein gleißendes Licht verstrahlten, vor Marios Augen auf. Betäubt verlor Mario sein Gleichgewicht und stürzte kopfüber nach unten. Er wachte auf und bemerkte, dass er aufrecht im Bett saß. Um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, erzählte er Luigi, Toad und der Prinzessin von seinem seltsamen Traum. An diesem Tag beschlossen sie, an einem Berg in ihrer Nähe Picknick zu machen. Nachdem die vier dort ankamen, entdeckten sie nahe an der geplanten Stelle für das Picknick eine kleine Höhle. Als die vier Freunde die Höhle betraten, fanden sie zu ihrer Überraschung eine Treppe, die hoch nach oben führte und die genauso wie die Treppe in Marios Traum aussah. Gemeinsam liefen sie die Treppe hoch und fanden am Ende eine Tür, die so aussah, wie die von Mario geträumt hatte. Als Mario und seine Freunde vorsichtig die Tür öffneten, erstreckte sich vor ihnen die geheimnisvolle Welt, von der Mario geträumt hatte. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Super Mario Bros. 2 für, das Nintendo Entertainment System. Ist ja gut. ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier alles so funktioniert. Ich habe zwei Stunden habe ich Zeit zum Aufnehmen. Mal sehen, wie weit wir jetzt kommen. Ich habe nämlich schon in der Gebrauchsanweisung gelesen, weil ich mir da, also speichern geht anscheinend nicht, weil ich habe hier jetzt nichts zum Speichern gefunden. Ich habe gelesen, ich lese den Teil einfach mal vor. Neue Versuche und Fortsetzungen. Die Grafik rechts wird, ja, die ihr jetzt nicht seht, wird erscheinen, wenn das Spiel vorbei ist. Um in der gleichen Welt, in der du zuletzt warst, anzufangen, musst mit SZ, musst du Continue Fortsetzung wählen. Falls du aber nochmal ganz von vorne anfangen willst, solltest du Retry, neuer Versuch wählen. Hinweis, Spiele können nur zweimal fortgesetzt werden. Das heißt, wir haben zwei Continues. Das ist nicht viel. ich habe mich schon mal ein bisschen über die Gegner hier schlau gemacht, beziehungsweise habe mir die mal so angeguckt. Es gibt viele Gegner. Auf jeden Fall. Also mehr als in Super Mario Bros. 1. Und das ganze Spiel besteht aus 7 Welten mit insgesamt 20 Ebenen. Und jede Welt hat 3 Level, bis auf die 7. Welt, die hat nur 2 Level. Genau. Das kann ich jetzt hier so raus erlesen. Ich muss mal gucken, ob ich noch die Geschichte von Super Mario Bros. 2 vorlese, die hier in dem Handbuch drin ist. Eine Spielanleitung. Weil die Story, die jetzt hier in Englisch ist, die ich natürlich im Nachhinein reingeschnitten habe, das übersetzte, weil ich mir jetzt nicht die Arbeit machen wollte, mich da abzuhetzen. Vielleicht hänge ich das noch vorne dran. Ich muss mal gucken. Weil die ist etwas mehr ausführlicher. Gut, das Spiel ist von 1988. Ist der Nachfolger von Super Mario Bros. 1. Und es ist komplett anders als Super Mario Bros. 1. Denn eigentlich ist Super Mario Bros. 2, was ich jetzt hier spiele, eigentlich gar nicht das richtige Spiel, weil die japanische Version war angeblich zu schwer für den westlichen Markt. Und deswegen wurde ein anderes Spiel, was es damals schon gab, in Super Mario Bros. 2 einfach umgewandelt. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Das hat auf jeden Fall, die ersten beiden Wörter sind gleich und dann kommt irgendwas anderes. Hätte ich mich vielleicht vorher mal informieren drüber sollen, aber nö. Gut.
ja, wir drücken einfach mal Start und jetzt sehen wir hier, wir haben ein kleines Auswahlmenü, denn wir dürfen uns auswählen, mit welchem Charakter wir spielen. Wir haben hier nämlich einmal den Mario, dann seinen Bruder Luigi, dann haben wir Toad und Prinzessin Toadstool. Ihr habt bestimmt mehr Ahnung als ich. Aber ist Peach und Toadstool die gleiche Person? Ich weiß es nicht. Die haben beide einen rosa Rock an. Und dann müssten das unbedingt die gleichen Personen sein, natürlich. Ich mach mal gerade mein Mikrofon ein bisschen weiter weg, weil ich sehe, das schlägt sehr aus. So, dann würde ich sagen, wir nehmen einfach Standardcharakter, wir nehmen Mario. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Also, Moment, ich kann ja nochmal vorlesen. Ich habe ja das Handbuch, dann kann ich ja vorlesen. So, weil die haben alle spezielle, in Anführungszeichen, Fähigkeiten. Mario, seine Sprungkraft ist in fast allen Situationen durchschnittlich. Trägt er jedoch etwas, kann er nicht mehr ganz so hoch springen. Luigi, er springt höher und weiter als Mario. Trägt er etwas, verringert sich seine Sprungkraft jedoch mehr als die von Mario. Toad. Er hat die geringste Sprungkraft, aber seitdem er Hanteltraining betreibt, nimmt weder seine Sprungkraft noch seine Laufgeschwindigkeit ab, sobald er einen Gegenstand trägt. Prinzessin Toadstool. Sie kann ein bisschen höher springen als Toad. Punkt. Wenn du Taste A gedrückt hältst, kann sie ungefähr 1,5 Sekunden in der Luft schweben. Ihre Sprungkraft verringert sich um einiges, wenn sie einen Gegenstand trägt. Deswegen nehmen wir einfach Mario, ist halt der Standardcharakter und ja, machen wir mal auf die Standardart und Weise. Und jetzt gleich kommt wieder so ein Game One Feeling, aber ihr werdet schon sehen, warum, wenn ihr Game One geguckt habt. Welt 1-1. Die Musik aus den Outtakes. So, oh. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt gleich seht, wir können nicht mehr auf die Gegner draufspringen. Ja, ich glaube, wir können schon draufspringen, nur die sterben nicht direkt. Denn wenn wir jetzt B drücken, heben wir die hoch und können die dann wegschmeißen. So. Und hier seht ihr so komische Haare am Boden, falls man das als Haare betiteln kann. Und da sind so Gemüsesachen drin. Ich weiß nicht, ob wir die essen können. Nee, essen. Ah, kann man dann höher? Ah, dann kann man höher springen. Das wusste ich vorher noch nicht. Das Lustige ist, hier in dem Abschnitt kann man so, hui, so nach links außen rausspringen und wieder von rechts andersrum reinkommen. So, ja, und hier gibt es Türen. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe vorhin, habe ich bis genau hierhin gespielt. Damit ich weiß, ob alles funktioniert. Oh Gott, es ist so anders. Aber ich werde hier alles aus dem Boden rausziehen, weil ich glaube, da können auch unterschiedliche Sachen kommen. Essen können wir die nicht, ne? Aber können wir mehrere... Ich habe irgendwas gelesen, dass man mehrere gleichzeitig irgendwie nehmen kann. Klettern können wir damit aber nicht. Das ist doof. Ups. Was ist das? Das ist ein Trank. Moment. Das finde ich auch gut. Die Musik hier in dem Pausemenü, da ist die Hauptmelodie rausgenommen und nur noch dieses in Anführungszeichen Schlagzeug und der Bass läuft da nur noch. Ich liebe den Teil von der Musikgedöns. So. Jo, steht hier nicht drin. Was ist das denn? Das steht hier nicht drin. Hier stehen Münzen, unreifes Gemüse, Schildkrötenpanzer, Bomben, Pilzblöcke, Pau-Blöcke, kleines Herz, Schlüssel, Pilze und One-Up-Pilz. Ah, warte mal. Da, Getränk. Nützliche Gegenstände. Die Magie in... was? In die Unterwelt. Hm.
Wenn du eine Flasche mit Zaubertrank findest, solltest du mal probieren, sie zu werfen. Falls du dies tust, erscheint eine Tür. Diese kannst du durchqueren, indem du dich davor stellst und in den Vier-Wege-Taster nach oben drückst. Dann wirst du die Unterwelt betreten. In der Unterwelt verwandelt sich das Gras in Münzen, bis du zum zweiten Mal den Zauber in dieser Ebene benutzt. Okay. Falls du die Tür an einer bestimmten Stelle erscheinen lässt, wird ein Herz erscheinen, das deine Lebensanzeige erhöht. Na gut. Dann schmeißen wir den mal irgendwo hin. Ab in die Unterwelt. Ah. So, was ist das? Nein! War das jetzt, weil ich zu lange gebraucht habe? Warte mal, das war das hier genau andersrum, sehe ich gerade. Also so von der anderen Seite. Powerblock. Was machen wir jetzt damit? Bats! Bamsen! Ich hab mal alles vernichtet. Ach, fuck. Ich will nicht klein sein. Oh. Die ganzen Gegner haben auch Namen. Oh, One Up. Sehr schön. Dann links auf der Seite. Bam. Wo kam der Pilz her? Oh, eine Schildkrötenpflanze. Links an der Seite seht ihr so kleine, ja, ist quasi eine Lebensanzeige. Unverwundbarkeit. Das haben wir jetzt bekommen, weil wir, ich glaube, ganz viele, Kirschen gegessen haben. So. Ich wollte... Das ist ein Herz. Was macht das? Nein! Nein! Ich wollte das Herz haben. Ich weiß nicht, was das Herz macht. Hier hinten war nichts mehr, ne? Okay, das war eine Zeituhr. Da habe ich eigentlich kein Verlangen, da drauf zu gehen, da links. Können wir darüber? Wir könnten darüber. Noch ziemlich weit am Anfang vom Spiel, deswegen. Da ist eine Tür. Natürlich. Kann man hier runter? Nee. Dann hoffe ich mal, dass hier ein Bömmchen oder so ist. Fuck. Scheiße. Ich will da rüber. Ups. Nein. Es war mir klar, dass das nichts. Oh. Da ist was schiefgelaufen. Ich
Ich lasse das jetzt mal so. Wir werden bestimmt eh noch sterben. Ich muss hier erstmal. Ich muss hier erstmal mit klarkommen. So. So was brauche ich nicht. So was.